Guten Tag, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zur 299. Folge. Es hat geklappt. Die Aufnahme funktioniert. Und ich muss sagen, hoffentlich weiter so. Ich habe heute noch ein bisschen. Hier ist der eine und der andere. Ist da. Okay, alles gut. Alles gut. Ein bisschen ETS-Dashcam wieder aufgenommen. Es wurde sehr gut angenommen. Finde ich schön. Ich habe 4 Kommentare bekommen. Einen davon konnte ich nur zulassen. Die anderen haben es mir im Spam-Ordner geschickt. Einen Kommentar, den kann ich nicht freigeben. Weil dieser. Ach so, Rätsel um. Hier, ne? Um den Suizidbaum. Spawnen die dort oben? Machen die dort Liebe? Vermehren die sich? Gründen die eine eigene Gesellschaft dort oben? Irgendwie tun die eine neue Gesellschaft gründen dort oben auf dem Baum. Die Hochbaumer hier. Wie kann man denn die Gesellschaft nennen? Schickt doch mal einen Tipp in die Kommentare, wie man die nennen könnte. Diese Gesellschaft hier hoch auf den Bäumen. Baumhaus ist es ja nicht im Grunde. Da läuft hier auf dem. Das ist mir auch ein Dorn im Auge irgendwie. Das ist mir auch ein Dorn im Auge. Ich laufe schon wieder hier hin und her und hin und un und komme ja nicht zum Machen. Das Dach muss noch gemacht werden. Die guckt nach oben hier. Und das Dach muss noch gemacht werden. So viele Dächer. Und dort oben haben wir auch noch unsere Baustelle. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel hier drumherum reden. Da ist gerade ein Dorfbewohner gestorben. Ich hoffe, ich werde nicht dafür verantwortlich gemacht. Sind das eigentlich meine Hunde? Ja. Ja, und das auch. Das ist ein Schwein. Ist der Hase noch da? Hase ist noch da. Lass mal was essen. So, ich muss mir noch mal Eichenholz mitnehmen. Zack, 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 zack. Ein Eichenholz. Ich muss nämlich noch mal hier hoch. Wo ist er da? Müssen abzählen. 1, 2, 3, 4 und dann müsste das ja hier sein. Ein vorbei. Nee. Hab mich nicht verzählt. Autsch. So, dann tun wir den hier rein. Und das hier rein, genau. Zack, zack, zack. Jetzt und Ruhe nehmen wir mit. Und die 33 Haken ebenfalls. Ne, die Fackeln kommen mit. Zack, zerab. Dann tun wir mal einsortieren. Die Knochen, die Pfeile, die Zäune. So. Die Stöcke können wir eigentlich mitnehmen, aber egal. Dann kommt hier Stein rein. Okay. So viel Stein haben wir zwar nicht hier. Aber ich muss euch gleich mal erzählen. Upsala. Wir haben unten. Ey, das habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Der Rasboala hat geschrieben. Eben, Freunde, wir haben was vergessen. Wir haben hier angekündigt, dass in einer Woche, glaube ich, in irgendeiner Woche mal. Hier geht's runter. Ein Ohrenpein oder mehrere Ohrenpein-Videos kommen. Das habe ich aber, guck mal, das Bett kann man gleich mal mitnehmen. Das haben wir aber noch nicht getan. Das wird jetzt in nächster Zeit kommen.
Und in nächster Zeit meine ich sehr bald. Hier ist nämlich auch noch Stein drin. Hier ist auch noch Holz. Hier ist das Akazienholz. Ich hab's gefunden. Ich habe das nämlich in der Folge, die verloren gegangen ist, gesucht. Und hier ist die Truhe. Das ist Enrico. Die rühre ich nicht an. Enrico, wenn du das siehst, die kannst du abholen. Hier habe ich ein bisschen weiter gebaut. Hier ist noch ein Bett, also können wir das ruhig mitnehmen. Hier ist auch eine Truhe. Hier ist auch noch ein bisschen Zeugs drin. Hier habe ich mit Enrico zusammen mal weiter gegraben. Ein bisschen. Hier ist Eisen, Stein, 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 Stein. So, erstmal hier auschecken. Check, check. Und wenn das Akazienholz jetzt auch mitgenommen, ne? Ja. Genau, hier ist nämlich auch noch Stein, massenhaft. Sehr gut. Ah, hier sind die Schienen unten drin. Da ist auch noch Kohle. Wir haben jetzt zwar überall noch Kohle drin, aber wir müssen dann trotzdem auf Kohletor. Ist das drin? Gut zu wissen. Ich habe nämlich die den blauen gebrannten Lehm gesucht und habe mich gewundert, warum der in keiner Truhe vorfindbar ist. Jetzt weiß ich warum. Der war hier unten im Lager. Den hätte ich ja doch überhaupt nicht vermutet. Ist jetzt ja Glücksfall gewesen, dass wir den gesehen haben. Genau, die Ohrenbein-Videos, die werden jedenfalls nächste Woche kommen. Definitiv nächste Woche. Spätestens nächste Woche. Nächste Woche ist es übrigens schneien. Bei uns hier. In Leipzig. Wo laufe ich lang? Wo muss ich hin? Hier hin. Zack. Tut, 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 tut. Ist ein komisches Lied, aber naja. Aber naja, zack, zack. Dann das Akazienholz. Müssen wir mal einen hier opfern. Zack, das kommt unten rein. Das kommt oben rein. Einen braucht man. Zack. Und zack. Genau. Schaut ein bisschen aus wie das Fichtenholz, ne? Eigentlich genauso wie das Fichtenholz. Aha. Aha. Die Texte vom Fichtenholz übernommen. Ist auch eine coole Sache. Ist eine coole Sache. Muss man auch erstmal drauf kommen. Die Anni hat hier noch nicht den Kies abgeholt. Den brauche ich nämlich für den Wegbau. Weiß nicht, ob ich das hier schon gezeigt habe. Da, zack. Hier. Genau. Hier kommt nämlich ein Weg hin. Zwischen Mooseck. Hier ist das Rathaus im Mooseck. Und von hier hinten kommt dann eine Verbindung zur Weggabelung. Bergwinkel und Bergstätten geht's dahin. Uhu. Muss mich heute irgendwie ein bisschen viel strecken. War heute ein bisschen anstrengend auf Arbeit. Muss man dazu sagen. Hier sind genügend Teppiche drin, genau, die sitzen alle noch brav in ihrem Boden. Ist ein bisschen Mystikack drin. Hier ist Wolle, die ist aber schon fast alle. Eduards Schernstube. Guck mal, da können wir doch gleich mal hier
die zwei Eisen, die wir hier unten rausgeholt haben, können wir hier mal eine Schere reinpacken. Also ein bisschen mittig. Oder so. Also so gefällt es mir besser. Zack. Da oben ist wieder so ein Wutbürger hier. Auf den Bäumen. Gucken wir mal. Haben wir hier oben irgendwo blau gefärbten Lehm? Nee. Hier? Nee. Tun wir hier rein. Ein so und ein so. Zack. Zack, zack, zapp. Wird Nacht, ne? Wird Nacht. Gut. Nächste Folge, wie gesagt, ist hier große Minentour angesagt. Ich beende diese Folge jetzt auch schon. Aus dem Grund, weil heute noch eine Folge hochgeladen werden muss. Und wir haben es schon so kurz vor 10 abends. Und andererseits, weil die Folge morgen oder die nächsten Folgen etwas länger werden. Deswegen mache ich heute etwas kürzer. Und ja, ich habe ja davor schon eine Folge aufgenommen. Also wäre die Folgenanzahl ja eh jetzt schon erreicht bis 99. Deswegen höre ich jetzt auf. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Cedric. Ciao, ciao.